It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen Video. Ich habe mir heute gerade einmal die allererste Demo von letzter Woche angeschaut und musste schon ganz schön schmunzeln. In einer Demo bzw. einem Spiel hat man ja 10 Spieler. Ich habe mir wie immer alle angeschaut und festgestellt, dass 4 von diesen 10 Leuten ziemlich die Fresse voll bekommen haben. Soweit ich das beurteilen konnte, waren die clean und der Rest nicht so. Jetzt ratet mal, wie viele von diesen übrigen Spielern gebannt wurden. Das hat schon echt gepfeffert. 6 Leute gebannt in einem einzigen Fall. Ich füge jetzt einfach so wie immer noch weitere Fälle hinzu. Die kommen jetzt einfach zu den anderen 2 übrigen noch dazu. Ich habe es jetzt nicht abwarten können. Das war jetzt einfach so sick, dass einfach alle weggenudelt wurden. Ich gucke sonst immer vor den Videos halt rein, ne? Wer oder wie viele gebannt wurden, bereite es schön auf, also mach mir die Accounts fertig und so weiter. Und dann gehe ich ins Video. Aber das war jetzt... Boah, das hat mich jetzt weggehauen. Ich klicke so durch. Bann, 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 bann. Bann! Jetzt schauen wir mal, ob es hier direkt so gut weiterläuft mit diesen Kacknasen oder ob wir vielleicht mal wieder einen haben, das sieht schon komisch aus, der möglicherweise auch mal wieder legit ist. Unter einem mit Skins, also was der eindeutig nicht hat, aber okay, wow, er kam gar nicht dazu, einen Kill zu machen. Einer von diesen 4, die nicht gebannt wurden bei dem anderen Fall, der hat übrigens ein richtig dickes Inventar gehabt. Also richtig schön mit 2 Knives, beides Marble Fate. Das eine war ein Karambit, so wie meins. Also ich habe mir es nicht angeschaut, aber es war ein Karambit Marble Fate. Und das andere, ich glaube, ein Huntsman. Da dachte ich noch, oder die Waldfee. Zum Glück hast du kein Bann, Monsieur. Zumal er halt im Fall oder Overwatch selbst nicht reingecheatet hat. Zumindest nicht, dass ich das erkannt hätte. Also, wir gucken uns jetzt aber wieder ganz genau an, was dieser Monsieur hier macht. Ich spule nicht vor, ich lasse ihn mal so stehen. Er ist auf jeden Fall hektisch. Er springt hin und her und ist ganz heiß auf die Kills. Okay, okay, ja, das... Den hat man gesehen. Ich würde sagen, das war ganz in Ordnung. Die ersten 2 habe ich leider nicht richtig sehen können. Er ist echt wild. Springt, dreht sich im... Warte mal, wir gucken mal kurz, wie die Stats so sind. Ja, okay. Also er ist jetzt nicht wirklich so der Big Killer. Aber bei den Gegnern läuft es viel, 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 viel schlechter. Also man merkt, die kriegen ordentlich auf den Sack. Ja, okay, ich glaube, die Gegner haben schon aufgegeben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt versuchen, was zu machen. Da unten wartet einer auf ihn, der hört ihn und... Er weiß halt, wo er steht. Also die Gegner wissen, da ist was im Busch. Somit würde ich hier jetzt schon, ja, Richtung, oh, okay, das habe ich jetzt überspult. Der kam hinten rum auf Vision Assist gehen, sowie natürlich hier Other External Assistance und Aim Assist, ne? Bei so einem Kacklappen, der wird, denke ich, nicht selbst umher aimen. Aber da gucken wir noch, ja, okay, das ist, ja, nee, der geht da rum, pam, 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 und drückt dann da schön seine Unterstützung mit rein. Also da ist nicht viel, der macht nicht viel selbst, die Gegner rennen auch weg. Also das ist witzlos hier. Durch die Wände kann er also sowieso sehen. Und wie gesagt, die Shots sind nicht seine eigenen. Guck mal. Bumm. Ich meine, gut, klar, sowas ist auch einfach möglich durch den Vision Assist, aber Cheater sind ja in der Regel selbst nicht gut. Ich meine, deswegen cheaten sie ja darum. Weg mit dem Dreck. Griefing war, glaube ich, nicht am Start. So, Leute. Ich bin auch ganz wuschig von den ganzen Bans. Der eine hat sogar vor 0 Tagen einen Bann gehabt. Habt ihr das gesehen? Der letzte war das, glaube ich. Der wurde praktisch heute, es ist heute Montag, ich nehme das jetzt vor auf für Dienstag, der wurde gerade frisch gebannt. Also wenn ich früher reingeschaut hätte, Sonntag oder sowas, dann hätte ich vielleicht nur 5 Bans für euch zum Präsentieren gehabt und nicht 6. Es kann natürlich sein, dass ich zu diesen 6 Bans noch ein weiterer dazugesellt, wenn ich jetzt noch länger warten würde, aber ich gucke halt immer, dass ich maximal diese eine Woche warte, von Dienstag bis Dienstag. Und dann sind die, die gebannt sind, halt gebannt und alle anderen, die in Zukunft gebannt werden, die habe ich nicht auf dem Schirm. Ah ja, ein Kackvogel. Bei seinem Zitterschiss müssen wir ja nicht zugucken, ich spule einfach volle Pulle durch und warte auf den nächsten Fall. Und mit Revolver, Der bekommt natürlich auch das volle Programm, das ist klar. Und jetzt muss ich halt wieder 10 Minuten warten, bis der nächste kommt. Oh, da fällt mir eine gute Idee ein. Wisst ihr, was ich mache? Ich brauche demnächst eh wieder so einen kleinen Winnerizi. So, ja, 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 das sind meine Hacks. Könnt ihr doch einfach mal ran an den Speck, damit ihr auch mal seht, dass ich die Sachen selbst erspiele. Mich haben schon Leute gefragt, warum sind hinter deinen Podcasts immer nur Wins von Arms Race? Verlierst du nicht, du betrügst doch oder sonst wieder. Das spielt ja jemand oder wie oder was. Natürlich spiele ich die Sachen selbst. Nur nehme ich halt keine Loses. Wenn ich verliere, dann verwerfe ich die Aufnahme und mache danach die nächste. Ne? Also ich würde mal sagen, von 10 Spielen, die ich spiele, gewinne ich 5 bis 7. Wenn es gut läuft. Natürlich gibt es auch mal, ich nehme die meistens nachts auf, gibt es auch mal eine Nacht, da mache ich 3 Stück, verliere alle 3 und lass es.
Oder ich komme in eine Runde, die halt, ah, perfekt, die startet optimal. Oft komme ich in Runden, die halt fast fertig sind oder die voll sind mit Bots. Und es dauert ewig, bis du endlich mal, aua, dann halt richtige Spieler hast. Und da weiß ich nie, soll ich die nehmen, weil ich meine, gegen Bots only ist halt irgendwie dumm. Also, da weiß ich dann nie, ja, ist das überhaupt was zum Angucken? Eigentlich ja nicht. Alter, der ist ja schon da, Monsieur. Hallo! Da chillt er einfach, da, 161er, ekelhaft. Richtiger 61er-Move, ey. Ich werde gleich furios, mein Freund. Oh, der hat direkt, oh Gottes Willen. Na also. Mit Lower P noch ein bisschen rumgedackelt. Oh, der hat aber ordentlich eine mitbekommen, der Kollege, ne? Mhm. Geh mal weg, der Jürgen, ich muss vielleicht hier mal direkt einen kleinen, aber fein. Komm her. Er kommt nicht raus, ekelhaft. Jetzt geht er. Wollte gerade sagen. Verarscht den alten Mann nicht. Also einer von meinen Mates ist da voll am Reinschwitzen und überholt mich ständig. Immer wenn ich ihn überhole, wie frech von mir. Na, Pump, geil, komm. Ich wollte gerade sagen, bitte. Also Pump-Dinger müssen einem direkt gelingen, sonst ist es wirklich widerlich. Ich bin schon so oft, also wirklich mit einem riesen Vorsprung vorne gestanden. Und dann können die Kack-Noobs halt aufholen, weißt du, wenn du an der Pump strugglest. Und die halt irgendwie mit ihrem Noob-Luck, keine Ahnung, dann mit der Pump halt so reinschwitzen wie die letzten. Ja, dann kriegst du den Killer noch geklaut, ekelhaft, wirklich. Es ist halt leider auch sehr viel Timing und Luck. Also wenn du im falschen Moment halt am falschen Punkt bist, hast du geschissen. Und andersrum kannst du ja richtig reinziehen. Da kann man dann schon gut und gerne, later, gut und gerne mal bisschen Glück auch haben, ne? Man muss ja nicht immer reinkacken wie so ein Pechvogel, ne? Oh. Nö, oh, Babla, wo schießt du hin, du Ekelpaket? Okay, der ist bei 10, hat ist Pistols. Ich könnte natürlich jetzt hier ein bisschen Luko mal Luko haben. So, also, da ist mein Luck. Da unten ist doch ein Feind, Alter. Mach doch mal die Augen auf. Das ist eigentlich überhaupt nichts für mein Alter. Da musst du jung und flott sein hier bei dem Ding. Och, ganz frech, da steht er bei uns am Spawn rum. Mit seiner kleinen IUP. So, weg. Ich versuche runterzugehen und mir da noch einen zu kaufen, aber... Oh, mit der Pump, nice, easy. Komm, Babla, jetzt streng dich an. Das sind jetzt die wichtigen Sekunden hier, in denen du bloß nicht das machen darfst, was ich hier mache. 93, du Pimpf, verkackter Kleiner. Ich wollte meine Wumme überspringen. Oh, nein, ja, au, geh weg. Oh mein Gott. Ja, ich habe noch einen geholt. Steht 15-15, das ist zu knapp, ich weiß nicht. Dann ist wieder zu viel Glück dabei, ob ich halt zufällig bei jemandem bin, der mich nicht erschießt, während ich ihn knife, ne? Also du kannst jetzt erspielen, klar. Aber wenn der andere halt einfach einen Lucky Draw macht und direkt an einem Feind steht, der nichts rafft, dann hast du da halt echt die Arschkarte. 15-15, jetzt wird's wirklich spannend. Ich will jetzt hier nicht live verkacken, Leute. Bitte. Zu viele. Och, der ist schon auf dem Knife, fuck. Der macht sie jetzt. Die Verstrahlten. Ich meine, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe schon so oft verstrahlte Feinde gehabt, die praktisch in mein Knife reingelaufen sind. Also ich will gar nichts sagen. Der ist unten. Da ist es die richtige Adresse. Um sich die lustigen Kills zu holen. Fall runter, du kleines... Hallo! Ah, fuck! Mist, ich glaube, ich habe mir's versaut damit. Ich dachte halt echt, ich krieg den. Komm, Roger Bublé. Ich habe ganz fest darauf vertraut, dass der kacke ist. Was Knife-Kram angeht. Komm, okay, bitte seid hier nicht hinfokussiert. Gönnt. Leute, ich sage es ungern, aber das war nicht schlecht. Ja, genau, er schreibt gerade GG, gut gemacht. Der andere auch, wow, du hast total gut gespielt. Vielen Dank. Und ja, das hier werdet ihr jetzt bald dann auch mal sehen. Im Hintergrund, ganz bei einem Podcast oder so, keine Ahnung. Achso, warte. Da ist jetzt meine Facecam dabei. Ich bin ein Affe. Das war jetzt irgendwie nicht so klug. Nächstes Mal muss ich die Facecam ausmachen dafür, weil das ist halt ultra nervig, wenn ich mit meiner... Obwohl, ich könnte mich größer machen und davor machen. Überlege ich mir noch. Das ist ein bisschen dumm jetzt. Also Leute, letzter Fall ist am Start. Wir hoffen ganz feste, dass das jetzt nochmal ein guter wird. Dass man sagen kann, ja, hat sich gelohnt. Oh, was hat sich gelohnt? Daumen nach oben. Das ist ein ganz kleiner Fall. Wahrscheinlich Wingman. So, also von der Calavera. Alter, Calamari. Aber mit Wingman lag ich schon mal richtig. Ja, von der Gönnung her könnte da jetzt vielleicht... Müsst ihr immer auf Boden gucken, wie so Lappen. Ich glaube, sein Mate macht genau den gleichen Scheiß wie er. Hat er vielleicht einen Knife? Nee, hat er nicht. Schade. Wir hatten bis jetzt ein einziges Mal einen Spinbotter. Oder halt einen, der mit Anti-Aim und hin und her wirklich fett unterwegs war.
der mit einem ultradicken Knife am Start war und dann halt auch einen Bann gefressen hat. Das ist natürlich, uff. Ich weiß nicht, wie man so bescheuert sein kann. Ich habe mit einigen Cheatern schon geschrieben und da geht es dann um Nervenkissen und hin und her und guck mal, was ich mich traue und pipapo. Und das ist sicherlich zu einem gewissen Grad ja auch nachvollziehbar. Aber wenn man halt so richtig dicke Sachen am Start hat und man die wirklich mehr oder weniger wegwirft. Naja. Immerhin habt ihr jetzt halt sehen können, wie ich so ein Ding erspiele. Also ist jetzt nichts Besonderes. Zufälligerweise jetzt halt dann ein Win. Aber ja, ich verliere natürlich auch. Diese Amps, Racesses. Nun ja, dann sind wir heute auf jeden Fall wieder durch mit der ganzen Geschichte. Kern des Videos ist auf jeden Fall, oder sind auf jeden Fall, die Bans gewesen. 6 Bans in einem einzigen Fall. Das ist schon schmackhaft, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream, der übrigens heute ist. Ab 18 Uhr wird wieder ordentlich reingezutzelt auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes, für alles, was ihr hier treibt. Lecky Schmecky für Spaß an Dicky. Und dann sehen wir uns gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.